So, gehen wir mal in Richtung Schwarzhändler. Ich würde fast sagen, ja. Oh, ein Wali. Och, armer Wali. Der hat Zahnstocher im Gesicht. Oder über dem Gesicht. Wir haben kein Geld. Hören wir uns mal seine Version an. War nicht seine Schuld, Maya. Tut mir leid. Manchmal zieht ein Bastard von der Garde so eine Nummer ab. Wird immer schlimmer. Aber vielleicht kann ich euch ja helfen. Wir sind ganz Ohr. Cool, die merken das echt überhaupt nicht. Liegt ein Stapel Waren, der keinem gehört. Ich weiß, dass er wirklich keinem gehört. Weil er von einem Boot, das nach Fairport ging, gefallen ist. Gutes Zeug. Vom Boot gefallen, ja, ja, das sage ich auch immer. Fisch. Wohl mehr wert als eure Waren. Leute, ihr müsst dringend auf fossile Brennstoffe umsteigen. Die armen Wale. Na schön. Ist zwar nicht gerecht, dass die uns alles wegnehmen, aber dein Angebot ist gut. Wenn du recht hast, ihr auf dem Boot? Käufer finden, kommen wir. Bin gerade in Erkundungslaune. Gut, gut. Hm. Hör zu. Ich hätte sie ein Audiograf. Trefft mich morgen wieder hier. Zur gleichen Zeit. Lass die draußen erstmal ausreden. Wir werden da sein. Und Walfangterritorien. Das ist immerhin 50 Mützen wert. Und der Audiograf sagt... Auf halbem Weg riss ein Seil und 11 Arbeiter starben. Oh je. Sie sind nicht mal ins Bergwerk gekommen. Diese Seile sind nicht für so viele Leute gemacht. Wenn genug drin sind, sogar Kinder, wird es zu schwer. Danach ist eine Krankheit in den Arbeiterbaracken ausgebrochen. Diese Frau vom Adamoy, Alexandria Hackensche, noch ein Tag wie gestern und ich gebe endgültig auf. War aber schon länger nicht besser nichts das als noch ein Tag leider, wie dieser. Mehr Arbeiter brauchen. Es kommen ständig Leute nach Serkonus für ein besseres Leben. Wir bringen sie in die Bergwerke. Und wenn ich sie selbst reinprügeln muss. Ja, weil in den Bergwerken zu arbeiten ist natürlich immer ein besseres Leben. Als was kann sie wahrscheinlich nicht so genau sagen, aber es ist besser. Ah, ein bisschen Walöl. Roher Walknochen. Ich weiß nicht, wofür ich den brauche, aber ich nehme ihn mal mit. Den können wir vielleicht noch kochen, mit einem gekochten Walknochen. Ach, nur so zum Spaß eigentlich. Jetzt reibt sich da herum. Hallo. Niemand? Höre ich mein Herz klopfen gerade die ganze Zeit? Tatsache, hier ist eine Rune. Hä? Im Wal? Tatsache, die ist mir gar nicht aufgefallen. Die hat er im Mund. Der hat wohl eine kleine Rune gefrühstückt, bevor man ihn brutal getötet hat. Krasser Scheiß. Weiß wirklich nicht, was ich gegessen. Haben wir jetzt genug, um was zu kaufen? Ich bin mir, weiß gar nicht mehr so richtig. Kräfte? Ich habe 2. Das heißt, ich könnte theoretisch... Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich alles machen wollte. Hier könnte man noch... Du sprintest schneller. Du erleidest beim Fallen weniger Schaden. Das ist beides gar nicht schlecht. Aber ich wollte eigentlich sehr gerne Nachtsicht machen. Nachtsicht ist sehr cool. Yep, will ich. Nachtsicht. Das ist praktisch. Da sehe ich schön durch Wände. Was können wir hier denn noch? Verbesserte Nachtsicht. Du erkennst Objekte und Sicherheitssysteme durch Wände hindurch. Das ist auch gut. Vorahnung zeigt feindliche Routen und die Angriff des Ziels an. Hat einen praktisch, praktisch. Hab ihm ja gesagt, da werde ich auf jeden Fall was drin investieren. Guten Tag, Leute. Selber hey. Hey. Mein Herz schlägt schon wieder. Da ist noch eine Rune. Oh, guck mal, wie viele... Da ist ein Knochenartefakt. Irgendwer schnappt sich Leute auf der Straße. Ah, ich kann nur eins von denen aktivieren gleichzeitig. Hoffentlich lässt er mich in Ruhe. Okay. Immer das, was am nächsten dran ist, würde ich sagen. Ist da im Wasser irgendwas Interessantes? Ja, interessant würde ich jetzt nicht sagen. Aber da sind komische Fliegen am Rumflattern. Als ob es nicht schlimm genug wäre. Nee, es ist eigentlich schon schlimm genug. Ein Schurken mit einem Messer suchen. Warum ich? Ein Schurke mit einem Messer? Wer mag das wohl sein? Ich fühle mich nicht sicher. Diese Stadt. Da ist die Rune. Wenn das Essen war, bin ich eine dreckige Blutfliege. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Oh, der nimmt hier ein bisschen aus. Wenn ich was sehe, renne ich. Nein. Ach, hier ist auch der Schwarzhändler. Ich
dann renne ich. Untergrundmarkt. Illegaler Handel bedeutet Waffen und Munition. Und wir mögen beides. Waffen und Munition. Ist das nicht ein Wachleut hier? Hast du den kaputt gemacht, oder? Egal, sein Geld ist jetzt mein. Oh, for sale. Das Haus ist zu verkaufen. Wollen wir hier investieren? Das sieht doch eigentlich ganz gemütlich aus hier im Keller. Nicht so gierig sein. Ach komm, hier, 5 Münzen. Oh, wie nett. Danke. Ja, bitte. Wenn Sie an der Lichtwand vorbei wollen, gibt's da einen Weg durch diese blutfliegenverseuchte Wohnung. Ah. Sie kommen dann auf der anderen Seite vom Posten der Garde raus. Ja, danke für den Tipp. Das ist ja nett. Bis sie selbst mal erntet. Rune ist 10 Meter über mir, so wie es aussieht. Muss ich wohl ein Stockwerk nach oben tigern. Hier zum Beispiel. Versuchen wir es doch mal so. Hey, komm her. Ich? Ich glaube, die meinte mich. Ich hätte da was, das dich vielleicht interessiert. Mindy Blanchard. Was hattest du denn? Mein Name ist Mindy Blanchard. Und du siehst aus, als würdest du an Orte gehen, wo du nicht hingehörst. Gut erfasst. Würdest du mir bei einer Sache helfen? Na, sieh doch. Du kratzt mir den Arsch und ich dir deinen. Ja, das ist doch die perfekte Symbiose. Kannst du mir helfen? Ja, das kann ich tun. Du besorgst mir eine Leiche und ich helfe dir bei deinem Problem. Keine Sorge. Die Leiche gibt's schon. Ja, aber was willst du damit? Interessant. Von wo? Die Aufseher haben sie in ihrem Außenposten. Okay. Die denken, der Kerl war ein Hexer. Ich brauche die Leiche aus anderen Gründen. Zum Schleich Essen? Dich rein und hol sie. Dann treffen wir uns im Keller unter der Zahnarztpraxis in der Nähe. Ich denk drüber nach. Okay. Das ist etwas bizarr. Ich soll ihr also eine Leiche besorgen. Ich weiß nicht genau, was sie damit will, aber dann hat sie immerhin eine Leiche und kann damit rumleichen. Und hier hinter der Tür haben wir... Wenn die Garde vorbeikommt, kenne ich sie nicht. Einen Typen. Moment, ist das der Schwarzhändler? Warte mal. Kann ich da denn rein? Kann ich hier aufschließen? Nein, dafür brauche ich einen Schlüssel zum Schwarzmarktladen. Den ich natürlich nicht habe. Aber ich schleiche mich hier mal rein. Jawohl. Nur herein. Da sie mich gefunden haben, handle ich mit ihnen. Das finde ich ja cool. Ausrüstung oder Verbesserung? Ausrüstung. Ah, hier kann ich kaufen Armbrustbolzen oder Munition oder Betäubungsbolzen. Oder eine Springmine, eine Narkomine, Granate. Gut, okay. Da habe ich im Moment nicht so den Bedarf für. Wie sieht es mit Verbesserungen aus? Ah, Sie suchen Pläne für bessere Waffen. Na sicher doch. Armbrustpräzision. Die Neuigkeiten sind wohl nicht so gut. Nachladegeschwindigkeit. Die sollten es wie ich machen. Einfach nicht lesen. Moment. Mit der Ausrüstung, wie können wir... Ah, so komme ich rüber auf die andere Seite, weil hier nämlich eine Rune rumliegt. Die will ich ja eigentlich gerne haben. Kommt zu Papa. Es nicht bereuen. Versunkene Vorräte. Zwei Seeleute kennen die Position eines in der Bucht versunkenen Schiffs, auf dem sich Vorräte befinden. Die Hand drauf. Da, ich habe durchaus eine Hand, das stimmt. Und ich weiß nicht, ob wir das Geld für andere Dinge brauchen, sonst kaufe ich mir natürlich auch noch so ein paar Pläne hier. Eine erhöhte Bolzenreichweite ist gut, auf größere Reichweite Leute wegbolzen. War mir eine Freude. Nachladegeschwindigkeit ist auch gut. Armbrustpräzision ist auch sehr gut.
Nach erster Präzision. Ja, entschuldige, dass ich einen ganz kleinen Schnitt gibt, aber das Spiel ist gerade freundlicherweise abgestürzt, als ich die Armbrustpräzision-Erweiterung gekauft habe. Ich probiere mal ein weiteres Mal, ob das funktioniert. Das fand ich recht eigenartig. So, erstmal möchte ich natürlich immer noch die versunkenen Vorräte und die Rune. Ich werde es bestimmt bereuen, aber das ist ja nicht dein Problem. Verbesserungen. Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung. Armbrustpräzision. Stürzt du nochmal ab? Nein, diesmal funktioniert's. Keine Ahnung, was da los war mit dem Spiel. Ist einfach weggeschmiert, als ich die Präzision gekauft habe und musste es neu starten. Kommen Sie bald wieder. Ja, ja, mit Sicherheit. Wenn ich dann noch hier bin. Wie, wenn du noch hier bist? Fährst du in Urlaub? Auf die Malediven? Du machst es dir ja schön. Liegt hier noch was rum? Nö. Hier käme man zur Not noch raus, so man das wollte. Weiß nicht, will man das denn? Ich spähe vorsichtshalber erstmal raus. Ach, das ist nur hier am Wasser. Tja, jetzt gar nicht so. Sollen ein paar Blutfliegen uns aufhalten? Ich habe meine Stimme. Bin dabei. Aber bewegt euch langsam. Und haltet euch von den Nestern fern. Wir wissen nicht mal, ob die Leute da drin wirklich Geld hat. Das scheint das infizierte Haus zu sein mit dem Blutfliegen. Sieht zumindest so aus. Blutfliegenproblem verschlimmert sich. Ich schaue hier mal rein. Nach ersten Berichten der Sekunischen Garde, laut derer das Blutfliegenproblem unter Kontrolle sei, wird mittlerweile von offizieller Seite eine Verschlimmerung der Lage eingeräumt. Neue Nester werden mit alarmierender Häufigkeit gefunden, so ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der anonym bleiben möchte. Natürlich. Ärzte werden von einer Welle des Blutfliegenfiebers überschwemmt, das bei manchen Patienten aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums nicht mehr behandelbar ist. Sollte der Befall nicht eingedämmt werden, könnte er Karnaka an den Rand der Vernichtung bringen. Nice. Allerdings gibt es wenigstens einen Grund, die Hoffnung nicht zu verlieren. Selbst wenn die Männer des Herzogs befallene Gebäude ausräuchern, arbeitet Dr. Alexandra, selbst wären, nicht wenn. Arbeitet Dr. Alexandra Hypatia aus dem Eddermeyer-Institut unermüdlich an einem Heilmittel für das Fieber. Oder gegen das Vieh? Egal. Unsere Leser werden sich daran erinnern, dass der Herzog das Eddermeyer vor einigen Monaten für die Öffentlichkeit geschlossen hatte, um Dr. Hypatia die Möglichkeit zu geben, sich ganz der Veränderung ihrer letzten Version der Eddermeyer-Tinktur zu widmen. Wir danken Herzog Abele und sprechen ihm ein Lob für seine Führungsqualitäten aus. Ja, ich tue das nicht. So, ich wollte erstmal gucken, was hier oben noch ist, bevor ich hinaus auf die Straße trete. Mal kurz gucken. Aufseherposten, da sollen wir die Leiche holen. Eddermeyer-Station, das können wir ja zum Ende, ganz zum Schluss noch. Das finde ich aber auch. Das sieht mir wie eine Wohnung aus. Soll ich da einfach versuchen mal... Tür ist blockiert, aber sie ist zerstörbar. Heißt das... Von wegen zerstörbar. Da ist gar nichts zerstörbar. Ihr Artefakte, ihr. Da ist auch noch eine Rune. Da ist noch ein Knochenartefakt. Hier ist alles voll von Zeug. Das finde ich gut. Und ich will in die Wohnung da rein. Genießen Sie die Luft. Ich verkaufe hier keinen fermentierten Hai. Kein fermentierter Hai. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Ja, da unten bin ich schon rumgelatscht. Er will die Miete pünktlich? Vielleicht zahle ich einfach nicht. Was will er schon machen? Heute Abend mit? Das Kochbuch des Fischhändlers. Hexenfisch, Kinellis? Sagt man das so? Sekonische Fischklößchen. Zutaten, zwei Hexenfische, gehäutet, entgrillt, entwurmt. Natürlich, ganz wichtig, die Würmer rauszunehmen, bevor man den Hexenfisch isst. Butter, Mehl, drei Eier, Salz, Käse, Kriechersud oder ein anderer beliebiger salziger Fischsud und Weißwein. Schritte, Butter, Mehl und Eier zu einer Paste verrühren, Salz hinzugeben, den Hexenfisch klein schneiden, zerstampfen und zur Eierpaste hinzugeben, den Sud leicht köcheln lassen, die Eierfischpaste löffelweise zum Sud hinzugeben und 30 Minuten lang köcheln lassen, die gekochten Quinellis in eine tiefe Backform geben, großzügig mit Käse und Butter bedecken und den Wein hinzugeben, backen bis der Käse schmilzt und die Quinellis schön duften.
Sofort servieren, am besten mit einem starken Bier genießen. Er gibt 4 Portionen. Bin dabei. Da habe ich jetzt Bock drauf. Das klingt sehr lecker. Gut, infiziertes Haus. Das muss ich mir auf jeden Fall ansehen. Oh, Blutfliegennester zerstören. Lento. Ach, das ist der Brief, den ich ihm abgenommen habe gerade. Lento, du musst entweder mutig oder verzweifelt sein, um diese Arbeit anzunehmen. Früher haben wir die Blutfliegen mit ganzen Trupps ausgeräuchert, aber der Befall ist schlimmer denn je und der Herzog hat alle Gelder gestrichen. Also zerstören wir die Nester von Hand. Folgendes musst du wissen, um am Leben zu bleiben. Erstens, wenn du an einem Blutfliegenschwarm oder Nest vorbei willst, dann halte Abstand und bewege dich langsam, sonst greifen sie an. Zweitens, wenn die Blutfliegen ruhig sind, ist alles gut. Wenn sie aufsteigen und zu glühen anfangen, gibt's Ärger. Drittens, wenn sie dich umschwärmen, dann rennen oder kämpfe, zermatsch oder verbrenne sie, die Nester ebenso. Viertens, der Blutfliegenschwarm kommt zurück, bis du alle Nester dieses Schwarms zerstört hast. Das ist alles, wird schon gut gehen. Ach ja, noch was, Blutsteine im Nest kannst du als Bonus behalten. Lass dich nur nicht von der Garde erwischen, sonst musst du ihr Säuberungssteuer oder so zahlen. Viel Glück. Ja, der Arme hat das anscheinend nicht ganz geschafft mit dem Säubern. Was haben wir hier noch? Ach, da ist Mindy Blanchard. Die hat natürlich die Tür verschlossen. Und hier können wir anscheinend auch nur durch das Fenster rein. Verseucht, eindeutig. Beweg dich langsam, halt dich von den Nestern fern und lass dich nicht mit Blutfliegengift und Eiern vollpumpen. Alles sehr hilfreiche Tipps. Dein Hacken, Mistviecher. Da ist noch eine. Ich brauche drin eigentlich gar nicht schleichen. Gut, Fliegen merken mich eh nicht. Also, da ist doch noch eine. Wo schwirrt die denn? Nicht doof? Ich höre sie doch. So. Oh, jetzt habe ich den armen Muskelheinz erwischt. Hier liegen noch ein paar Münzen. Immer gerne. Traditionelle serkonische Lieder, die ich nicht vorsingen werde, weil sie einfach zu schön sind. Da ist noch so ein Nestchen. Oh, und ein etwas Eddermeier-Tinktur. Die pfeife ich mir natürlich sehr gerne rein. Oh, und die Registrierkasse. Da muss ich natürlich mal nachgucken, ob hier alles seine... Wie leer, Penner. Wie soll man denn hier als ehrlicher Dieb noch sein Geld verdienen, wenn alles leer ist? So, erstmal Nest. Stirb, 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 stirb. Ich höre es noch flattern. Ich höre es noch. Ist das Flattern? Ah, ein Blutstein, der aus dem Nest geflogen ist. Sehr gut. Vielleicht kommt die Flatterei gar nicht von hier, sondern von über mir. Oh, oder von da. Noch etwas Brandbolzen. Glückssphalerit. Ja, mein Lieblingssphalerit, der Glück bringt. Hier noch was auf dem Schreibtisch. Eine Mütze. Noch eine Mütze. Und ein Wecker, wo man den Alarm einstellen kann, damit die Blutfliegen auch zeitig aufwachen. Die müssen schließlich rechtzeitig zur Arbeit kommen. Hier noch was im Regal. Außer Old Patty's Crystal Cider. Den brauche ich nicht unbedingt. Sollte einen klaren Kopf bewahren. Also nichts reinpfeifen jetzt. Da sind noch mehr von den Speakern. Die die armen Leute hier alle getötet haben. Das tut mir natürlich sehr leid. Aber immerhin kann ich ihnen dann ihre schwere Last an Münzen abnehmen. Was haben wir hier noch? Ein bisschen was zu futtern. Hier wäre der Eingang mal gewesen. Dieses Erkunden macht echt Laune, muss ich sagen. Da sind noch mehr Fliegis. Die Nester scheinen nicht mehr in Gebrauch zu sein. Ich mache sie trotzdem mal kaputt. Sicher ist sicher.
Scheiße. Alles kaputt machen. Niemand mag euch Insekten. Nur, dass das mal klar ist. Ihr solltet das wissen. Au! Ich bin gegriffen oder so. Oder gestochen. Oder was auch immer die machen. Oder Eier in mir gelegt. So, das hier auch nochmal. Au! Sind ganz schön aggro, die Biester. Gut, ich bin auch dabei, ihre Nester zu zerstören. Da kann man das verstehen. Oh, ein Knochenartefakt. Akrobat. Wir gucken mal, wir haben ja noch leere Plätze. Akrobat. Klettergeschwindigkeit ist leicht erhöht. Das finde ich gut. Sehr gut sogar. Da hinten ist noch ein Nest. Das ganze Haus ist sowas von verseucht von den Viechern. Aber wir werden hier schon ordentlich aufräumen. Das versteht sich ja wohl von selbst.